Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Düsseldorf. Wie ihr seht, unfassbar ausgeschlafen. Es ist kurz vor 7. Ich bin seit um 4:30 wach. Du bist seit um 6. Ja. Sind ein bisschen ausgeschlafen. Wir fahren jetzt erstmal mit dem Auto nach Neustadt. Und dann geht's in Zug. Und dann werde ich euch wieder zuschalten, weil die Fahrt ist gar nicht so interessant im Auto. Und mal gucken, vielleicht sehen wir noch lustige Leute im Zug. Und dann geht's ab nach Düsseldorf. Nee, erst nach Hamburg. Nach Lübeck, von Lübeck nach Hamburg, von Hamburg nach Düsseldorf. Also wir haben noch ein bisschen Fahrt vor uns. Bis dann! So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Und es ist schweinekalt. Ja, schweinekalt. Klamotten für eine Nacht. Mich friert's, Mann. Warum? Weil du weicher bist. Weil es kalt ist. Ja, war super kalt. Wie lange sind wir jetzt schon unterwegs? Zu lange. Gefühlt nur eine halbe Stunde. Ja. Nee, aber wir sind schon, guck mal, wie spät ist das jetzt? Gleich 10? Ja, ich glaube. Wann sind wir los? Um 8, also 2 Stunden sind wir schon. Oh. Nächster Halt: Bad Oldesloe. Bad Oldesloe. Also, so weit sind wir noch nicht. Nee, das ist schrecklich. So viel Zeit vergangen und kein Schritt voran. Dafür fahren wir. Wir fahren ja auch, wir gehen ja nicht zu Fuß, ne? Stell dir mal vor, wir würden zu Fuß gehen. Aber wenn wir gleich in Hamburg sind, dann dürfen wir 4 Stunden Zug fahren. Ja. Da erschieße ich mich einfach. Da ist was runtergefallen. Oh. Mich friert's. Bin müde, ist kalt. Ich muss aufs Klo. Hier ist eins. Nirgends ist ein Klo. Doch, hier gibt's eins. Ja, wo denn? Ja, am anderen Ende des Zuges oder was? Mhm. Ja, genau. Dann würdest du zumindest einen Schritt vorwärts kommen. Oh, nee. Dann bleibe ich lieber sitzen hier. Kann ich mal eben gucken, wie viel Platz Charisse hat? So? Und wie viel Platz ich habe? Da. Du Otto. Was ist das? Wo ist Bad Oldesloe? Autobahn nicht. Richtung Hamburg. Zwischen Hamburg und Lübeck. Kotzen alles. Oh. Was sollen wir da Geld ausgeben, wenn wir da was kriegen? Wer sagt denn, dass wir das alles umsonst kriegen? Hast du einen Schatten oder was? Wir fragen nach. Und ja, dann genau. Ja, sie dürfen hier alles all-inclusive, wann und wie sie wollen. Masseure, alles steht ihnen zur Verfügung. Das ist fein. Träum weiter. Das glaubst du doch selber nicht. Die haben schon so viel jetzt. Quasi sind uns entgegengekommen mit dem ganzen Kram. Das ist für mich schon richtig viel Geld. Auf mich ranzusummen, das ist eklig. Das Spielkind. Das hört man aus seinem Handy hier. Und dann so sieht das aus, wenn man reservierte Plätze bei der Deutschen Bahn hat. Ja. Ich kann nicht einmal sagen, die Kotze. Ja. Nein. So, meine Lieben, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Wir haben zwischendurch nicht mehr gefilmt, weil das einfach nervlich nicht mehr möglich war.
Wir haben jetzt insgesamt fast 9 Stunden gebraucht für die Fahrt alleine. Eigentlich sollten wir um 14.30 Uhr hier sein. Sind aber erst um kurz nach 5 hier jetzt gewesen. Und ja, dementsprechend ist unsere Laune auch. Aber ich habe mir gedacht, so gar nichts mehr filmen ist auch scheiße. Deswegen nehme ich euch mal so ein bisschen jetzt mit hier durchs Hotelzimmer. Hinter mir seht ihr den Schrank. Und wir haben eine Kaffeemaschine. Aber leider keine coolen Pads. Dann ist einmal das Badezimmer. Mit Dusche, Wanne. Eigentlich alles, was man braucht. Boah, hier ist gutes Licht. Wir müssen hier Fotos machen morgen. Und das ist unser Bettchen. Also eigentlich ganz süß hier. Und... Ja, wir waren jetzt gerade noch richtig gesund essen bei Burger King. Hier gibt es einfach nichts anderes irgendwie in der Nähe, außer 5000 japanische Restaurants. Nichts, was wir verstanden haben. Hier im Hotel sind die Preise nicht ganz so günstig. Da kostet ein Burger mal ab 20 Euro aufwärts. Ja. Und ansonsten ist eigentlich nur noch geplant, dass wir uns echt gleich Bett fertig machen und versuchen runterzukommen und die Augen zuzumachen, weil morgen müssen wir wieder früh aufstehen. Ich glaube, ich werde gegen 5 aufstehen. Ich nicht. 6.30 Uhr müssen wir beim Frühstück dann sein. Und dann geht's ab ins Studio. Und dann, Dienstagabend, kann man mich in die Tonne kloppen. Mich auch. Ja. Ja, sobald wieder was Spannendes passiert, denke ich, werden wir das nochmal die Kamera wieder dazu holen. Aber eigentlich, außer die, wir könnten die Fahrt eigentlich morgen zum Dings hin, wenn wir vom Studio stehen und ins Studio reingehen und so. So diese Sachen. Das, was ihr sonst eigentlich nicht sehen würdet. Ansonsten werden wir gleich schlafen gehen und wir sehen uns dann morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist... kurz nach 6. Ja. Wir warten jetzt, dass das Frühstücksbuffet endlich mal losgeht. Das fängt um 6:30 an. Damit wir uns noch ein bisschen stärken können. Und dann geht's ab die Post ins ZDF-Studio. Ich bin ziemlich müde mittlerweile wieder. Eben ging's nach dem Duschen, aber jetzt, wenn man wieder so im Bett liegt, bin gespannt, was da gleich passieren wird. Ich habe mich extra nicht ganz so sehr geschminkt. Ein bisschen schon, aber nicht ganz so doll, weil ich gleich noch in die Maske komme. Und ich nehme aber meine eigene Schminke mit, weil ich irgendwie Angst habe, dass sie das verkacken. Nicht, weil ich nicht glaube, dass sie das nicht können, sondern weil ich mich dann einfach nicht wohlfühle. Und ja, ich werde die Kamera gleich an Bente übergeben. Und Bente wird dann versuchen, alles einzufangen, was sie einfangen kann mit dieser Kamera. Und ich kann für nichts garantieren. Und ansonsten ist gar nicht so viel Spannendes passiert noch. Ganz ehrlich sagen. Also, wir sind nur noch ins Bett. Wir sind nur noch abends ins Bett, ja. Wir waren so kaputt. Wir haben noch ein Live-Video bei Instagram gemacht. Und ansonsten sind wir dann direkt ins Bett. Und ich bin auch, glaube ich, ziemlich schnell eingeschlafen. Vor mir. Ich habe mich umgedreht und war weg. Ja. Ich war fix und Foxy. Und ich hoffe sehr, 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 dass diese befuckte Bahn dieses Mal ordentlich fährt und wir nicht wieder 9 Stunden nach Hause brauchen, weil dann kriege ich, glaube ich, das Kotzen. Also, die Kamera wird gleich am Bett abgegeben. Mich werdet ihr dann nur noch im Hintergrund wahrscheinlich so ein bisschen sehen. Und ansonsten, glaube ich, habe ich gar nichts mehr zu erzählen gerade. Ich weiß gar nicht, mir fällt nichts ein, was ich jetzt noch vergessen hätte, weil gestern einfach nichts passiert ist mehr. Wir gehen gleich frühstücken. Ich bin gespannt. Hoffe ich, wir kriegen was Leckeres zu essen. Bis später.
wir haben ja auch 500 Sachen gemacht und dann nachher sind noch zwei übrig oder so. So, ich schicke mir das mal kurz. Am besten, wenn ich gleich mal mein Handy auch mal kurz. Weißt du noch, wie wir hierher gekommen sind? Mit dem Auto. Nee, ich meine von dem anderen Raum. Achso, wir laufen einfach einmal zurück. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte einfach. Das ist schon ein bisschen zurück, aber muss ich dann in der Maske? Was ist das nicht? Also ich muss sagen, ich würde eigentlich lieber hinten in Ruhe sitzen, nicht hier so. Machst du noch ein Foto von mir? Oder zusammen? Warte. Kannst du mich das nochmal anpacken? Das ist schön. Jakob, werden jetzt die Augenringe weggeschminkt. Ja. Der anstrengende Tag von gestern wird noch weggeschminkt und dann ist wieder alles schick. Sind hier jetzt in der Maske vom ZDF. YouTube. Mhm. Wir sind schon so oft drauf gewesen, ich glaube, zu behaupten, wir sind hier, ist Quatsch. Aber es ist nett, dass jemand mal fragt. Also es wird oft einfach gar nicht mehr gefragt. Das haben wir letztes Mal abgehört. Ja, bevor es nachher online ist und dann heißt, ihr kannst das bitte wieder löschen. Letztens haben wir noch gesagt, da hatten wir hier so einen Blogger, ne? Ja. Und der filmt ja alles irgendwie, was deswegen macht mache ich das ja auch. Genau. Ja. Ich bin gerade total in was anderem schon, deshalb notfalls nochmal eine Mail schreiben. Ja. Die Heike kenne ich auch. Ne? Alles klar. Wenn, von Heike hast du ja alles, ja. Dann kann die mir nochmal auf den Kopf hauen. Aber okay. Wir müssen das immer selber brennen. Das ist hier ja so ein bisschen ja, alles gut. Rückständlich, muss ich jetzt fast schon sagen. Also wir sind nicht so weit wie du mit Bloggen. kommt, ZDF. Okay. 20 Jahre sind wir das so. Das ist aber ohne Spur. Mach mal. Ja, passt.
Ja, das ist. Das sieht dann immer nochmal anders aus. Genau, ne? Wenn die Rouge nicht auf richtiger Stelle ist, dann ist man sich das verzählt. Selber? Nur einmal ganz kurz. Das ist da für mich immer. Hier ein bisschen. Ja, können wir jetzt mal richtig schön anfangen. Kann ich den da hinstellen? Ich kann dir den auch halten. Einfach sagen, was du brauchst. Was ihr leider nicht sehen konntet, weil wir immer nicht so weit gedacht haben, bevor ich im Studio war, haben sie mir den Beitrag vorher nochmal gezeigt. Und da habe ich echt geweint, weil das irgendwie voll, weiß ich nicht, mit dem Kerstin Ottlied und alles, das war gar nicht abgesprochen, das haben die von sich aus gemacht. Fand ich ziemlich cool, wie das gemacht war. Ich habe auch schon meine, weiß ich nicht, eine Million Nachrichten und Anfragen gehabt, schon ganz heiß gelaufen, aber ich habe jetzt auch gar keine Lust, das zu antworten. Heute Abend auch nicht, morgen oder übermorgen. Mal gucken. Bis jetzt läuft sogar noch alles gut mit der Bahn. Ich bete, dass das so bleibt. Ich habe auch schon wieder mein mein Zugfahrt-Hoodie an. Einfach das Gemütlichste von allem. Gil Oferim hat mich richtig komisch angeguckt, wo ich auf einmal mit dem Hoodie reinkam vom Klo, weil ich ja so voll in meinem Schicken rausging. Und dann kam ich ran und er guckte nur so völlig irritiert, so wie ich immer was anderes angehabt. Ja. Was sagst du, Bente? Wie fandest du das? Ja, war aufregend auf jeden Fall. Also, war mega anstrengend. Ja, mega anstrengend. Auch echt kaputt und froh, wenn wir zu Hause sind. Es war auch cool, mal hinter die Kulissen zu gucken. Alles denkt man gar nicht, wie viel da. Wie viel? Ja, also Leute, die da sind. Ja, wie Leute. Viele Räume auf einmal. Ja. Das ist also das mega ist viel. Eng. Auf kleinen Raum. Und das Studio ist auch viel kleiner, als es eigentlich. Also der Tisch, den fand ich krass. Der ist gefühlt irgendwie nur ein Meter und in der Show sieht das aus wie eine Riesentafel. Ja, das ist halt immer so die Perspektive. Genau, wie man das so. Stimmt. Ja. Und jetzt fahren wir 4 Stunden nach Hamburg. Ja. Oh, wobei sie gut, ich bin noch 3. Ja. Wir sind ja schon gefahren. Und aus Hamburg geht nach Lübeck. Und von Lübeck nach Neustadt. Und dann werde ich abgeholt und dann gehen nach Hause. Und ich zum Oktoberfest. Ja, die Maskenbildnerin, die da war. Der war das Maskenbildnerin, oder? Make-up-Tante. Ja, Make-up-Tante ist so unfreundlich. Die war so die lieb. War unglaublich lieb, ja. Und hat das auch richtig gut gemacht. Ja, die hat uns die ganze Zeit betreut. Ich glaube, man sieht es ja auch. Ja, gut. Aber ich sehe auch sehr gut. Also ich finde, sie hat das echt gut gemacht. Und ja. Die war richtig süß, die hat die ganze Zeit auf uns aufgepasst. Die Betreuerin, die da war, wie hieß sie, Saskia? Die war auch Gast. Saskia. Wie hieß sie denn? Regie. Ja, aber die war auch für mich mit da, um mir das alles am Anfang zu zeigen, hat sie gesagt, dass die dann nachher weg war. Ja. Auch ganz lieb, mit der habe ich mich noch schön lange unterhalten vorher. Und also eigentlich war das echt ein super liebes Team, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Alle da waren sehr nett. Der Moderator war ganz cool, muss ich sagen. Der war sehr entspannt und durch seine Entspanntheit hat er mir so ein bisschen Anspannung genommen, sage ich jetzt mal. Also der hat mir sehr viel Ruhe entgegengebracht. Ja. Wirklich sehr cool. Wir haben ja auch nochmal alles gefilmt gehabt, mit Maske und so. Ich weiß nicht, bestimmt durchs Studio sind wir auch noch gegangen mit der Kamera. Den Rest konnten wir jetzt nicht unbedingt so viel aufnehmen, weil halt. Das ist durften einfach, wir ja auch nicht, ne? Ja, und es ist auch einfach schwierig, finde ich, wenn man sowieso schon angespannt ist und viel zu tun hat und so.
immer noch dran zu denken, oh Gott, das noch, die Kamera muss ja auch noch mit und alles Mögliche. Das ist immer so nicht ganz so einfach. Man vergisst das dann auch schnell, mal das irgendwie alles aufzunehmen. Ja, wir durften ja auch gar nicht. Also, das durften ja, nein, wegen der Live-Sendung ja schon. Klar, das ist verständlich, aber ich meine allgemein so, wenn wir mal Momente hatten, wo ich so dachte, okay, jetzt könnte man die Kamera theoretisch rausholen, fängt das schon an, ich denke, nee, dann muss ich immer Handtasche wieder kramen, das alles rauspacken, Aufnahme drücken und einer muss es halten und bla bla bla. Ist mir dann schon wieder viel zu anstrengend. Aber ansonsten jederzeit wieder gerne. Also wenn dann irgendwie nochmal Anfragen kommen sollten, ich habe da richtig Lust zu, ich mache das auch voll gerne. Und mir macht das auch tierisch Spaß, muss ich wirklich sagen. Weil wenn ich vor der Kamera sitze, habe ich so ein Gefühl von Abschalten, kann ich dann irgendwie. Das Gefühl, in meinem Element zu sein und mal kurz alles um mich herum vergessen zu können und auf den Punkt funktionieren zu können. Und dann geht das auch irgendwie ganz gut. Also die Aufregung ist in dem Moment tatsächlich weg. Vorher denke ich dann, oh Gott, und sitze auf. Ich saß da auch vorher, wo hier so noch so eine Minute noch, 30 Sekunden noch. Und ich sage das ja so ganz stumpf dann auch, ne, die Aufnahmeleiterin. Alles trocken. Ja, natürlich. 3 Sekunden noch und ich so, vor allem im Film, sie hatten aber recht, im Film, ich konnte ja gar nichts davon mitkriegen, der Ton war noch am rumzippeln an mir vor der Live-Sendung und dann hier und das noch. Da ich so, kriege Luft mir auf einmal und bitte, und er fing an zu sagen, so, Charizo, und ich so, oh, wir sind live. Okay, jetzt muss ich wohl sprechen. Ja, aber war ganz cool. Mal schauen. Ich habe den Beitrag selbst noch nicht gesehen, aber ich werde ihn mir zu Hause angucken. Und ich hoffe, dass euch das Video Spaß gemacht hat, dass es interessant für euch war und ich hoffe, dass es auch bald wieder mehr YouTube-Videos geben wird. Ich bin nur leider noch ein bisschen faul. Das ist unglaublich anstrengend, aber ich werde mir Mühe geben. Würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Tschüss.